Drachenboot-Festival. Jede Menge Drachenbootsportler werden Ende Juni auf dem Waldeneysee sein. Es gibt einen besonderen Cup dabei. Das ist der, wie heißt der? Also der wird heißen Lokalsport Essen Cup, beziehungsweise die Rote Laterne. Die Rote Laterne, beim Sport ist ja die Rote Laterne immer so ein bisschen fragwürdig, ne? Da ist man immer ganz hinten, aber das ist diesmal nicht so, ne? Darum ging es nicht, wir wollten halt einen witzigen Namen, deshalb haben wir das die Rote Laterne genannt. Es geht darum, dass wir zusammen mit unserem Medienpartner lokalsportessen.de ein zusätzliches Finalrennen für alle die Mannschaften machen, die sich als Vereine aus dem Essener Sport angemeldet haben. Das bedeutet, jeder, der in Essener Sport unterwegs ist, ob Fußball, Handball, Eiskunstlauf, Tischtennis, völlig egal, jeder kann mit seinem Verein an diesem Rennen teilnehmen. Genau, also man kann ja sowieso grundsätzlich immer teilnehmen, aber wenn sich jetzt eben halt Essener Vereine anmelden, dann gibt es genau diesen zusätzlichen Finallauf um die Rote Laterne, quasi gesponsert von unserem Medienpartner. Das heißt also, wer Lust hat, ins Boot zu steigen, unter www.lokalsportessen.de, das ist alles zu finden, was man braucht, um mit dem eigenen Verein das Rennen zu bestreiten. Und gibt es einen Pokal? Es gibt einen, wie wir finden, sehr, sehr schönen Pokal. Den zeigen wir natürlich erst während der Siegerehrung. Und es wird ein Wanderpokal sein. Also das heißt, wir wollen das nicht nur in diesem Jahr machen, sondern wir machen das eben halt ab jetzt beim Drachenboot-Festival in jedem Jahr. Für den Verein, da kann man sagen, wenn ich als Mannschaft starte, das hat auch schon so ein bisschen Teambuilding-Charakter. Das heißt, ich kann schon mal so ein bisschen was am Team arbeiten für die neue Saison. Egal, ob ich jetzt Tischtennis spiele oder, habe ich ja gerade gesagt, Handball oder sonst irgendwas. Ne? Natürlich, man steigt ja im wahrsten Sinne des Wortes in ein Boot und man muss da auch zusammenarbeiten, weil man hat in so einem Drachenboot nicht genug Platz, sein eigenes Ding zu machen. Wenn die Mannschaft nicht funktioniert, dann läuft das Boot nicht. Also an alle Trainer, eine gute Trainingseinheit wäre das Drachenboot-Festival Ende Juni. Du kommst vom Handball, hast du gesagt, und bist dann irgendwann im Boot gelandet. Genau. Wie kommt denn der Sprung vom Handball, vom runden Leder ins Boot, Paddel? So, wie bei ganz vielen, die früh mit dem Sport anfangen. Ich habe mit 13 angefangen, Handball zu spielen und war 25 Jahre dabei. Und irgendwann sind die Knochen morsch. Also vor allen Dingen, meine Knie spielen überhaupt nicht mehr mit. Und bin ich mit so ein paar Handballmädels immer noch joggen gegangen und irgendwann kam dann der Aufruf zum Drachenboot und dann sind wir einfach mit ein paar Leuten direkt hier gelandet. Das heißt also, weil du sagst Knochenmorsch, also Drachenboot fahren ist was, was man auch so machen kann, wenn man sportlich nicht mehr ganz so fit ist? Ja und nein. Also ich sage jetzt einfach mal so, für alle, die Probleme mit Sprunggelenken, Kniegelenken haben, ist Drachenboot eine super Alternative, weil man ja sitzt und eigentlich die Kraft und die Bewegung aus dem Oberkörper holt. Wenn jemand allerdings Probleme mit dem Rücken hat, muss man ganz offen sagen, ist das nicht die ideale Sportart. Okay, ist völlig egal. Worauf kommt es denn beim Drachenbootfahren an? Was muss man haben? Wo muss man besonders stark sein? Ich sage jetzt mal einfach, Koordination ist grundsätzlich wie in den meisten Sportarten durchaus willkommen. Es geht darum, wirklich in der Mannschaft, man muss ein Rhythmusgefühl mitbringen. Das kann man aber durchaus auch erlernen, wie ich jetzt vielfach gesehen habe über 5 Jahre. Und ja, ansonsten muss man durchaus den Willen haben, so ein bisschen seinen Oberkörper zu stellen. Also es ist eine Drehbewegung, es kommt nicht alles aus dem Arm, wie man eigentlich immer so denkt erstmal. Und somit wird wirklich der ganze Oberkörper trainiert und durchaus auch die Beine, weil die sich ja im Boot festmachen. Jetzt haben wir vorhin gesehen, die ersten Boote sind gerade rausgefahren zum Training. Was das Alter angeht, das ist ziemlich gemischt. Also das ist nicht nur was für junge Cracks, sondern das ist auch ein bisschen was für Leute, die schon vielleicht das ein oder andere Jahr mehr auf dem Buckel haben. Also hier beim TVK ist es eher was für die, die das ein oder andere Jahr mehr auf dem Buckel haben. Wir sind einfach ein Verein, der im Kanu-Bereich eher die Kanu-Jugend hat und das gemütliche Wanderfahren. Die Vereine, die wirklich den Kanu-Rennsport bei sich etabliert haben, die haben sicherlich auch eher Boote mit jungen Cracks, muss man ganz klar sagen, die dann in der Leistungsklasse auch paddeln. Das ist das Schöne beim Drachenboot, dass man wirklich viele verschiedene Klassen auch einfach hat, in denen man sich ansiedeln kann.
Wir paddeln im Breitensport mit dem Team TVK, was gerade gesehen wurde, und im Funsport. Das ist das Team, was noch ein bisschen freizeitmäßiger unterwegs ist, aber auch regelmäßig trainiert. Und da ist wirklich alles bunt gemischt dabei. Von jungen Leuten, die gerade einsteigen, die neben der Ausbildung auch nicht so viel Zeit haben, bis hin zu den älteren Semestern. Und in diesem Team, was jetzt gerade eingestiegen ist, sind dann die, die sagen, ich möchte gern dreimal die Woche trainieren, ich möchte auch richtig Meisterschaften fahren, aber ich bin eben keine 20 mehr und kann deshalb auch keinen Leistungssport im Kanu mehr betreiben. Ist es bei euch Closed Shop oder kann da jeder sagen, ich hätte Spaß daran, da mitzumachen? Je mehr, je besser. Also wir freuen uns immer über weitere Mitstreiter in allen Booten. Es ist klar, dass in diesem Breitensportboot, was Meisterschaften fährt, auch ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht. Ist aber ja auch alles überhaupt kein Thema. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben aber insgesamt 3 Boote. Also da ist Nachwuchs immer willkommen. Es geht auch immer mal jemand ab. Jemand wird Vater, hat nicht mehr die Zeit. Jemand ist schwanger, haben wir gerade schönerweise. Also es gibt immer Bedarf für neue Leute. Und wenn ganz viele kommen, machen wir noch weitere Boote auf. Okay, spannen wir mal so den Bogen vom Training, vom Drachenboot, das jeder machen kann, zum Drachenboot-Festival. Ihr seid dabei? Wir sind dabei. Wir sind mit unserem Fun-Sport-Team dabei, mit den Greenhorns. Die werden dort starten und der Team TVK unterstützt seit Jahren das Drachenboot-Festival dann eben auch mit Helfern. Wie sieht es erfolgstechnisch aus? Schon mal was gewonnen? Ich glaube, sind wir da schon mal Erster geworden? Ich glaube nicht, ich Zweiter. Platz. Doch, Erster, kann man doch so sagen. Kann das sowieso keiner. Nee, ich glaube, es ist gelogen. Also ich würde sagen, wir sind da, Zweiter Platz war unser bester Platz dabei. Also wir sind eigentlich meistens im A-Finale. Das ist immer schon so das Beste, was da jetzt bei uns erreichbar ist. Man muss aber ganz klar sagen, dass dort auch Mannschaften mitfahren, die sich durchaus mit dem Team TVK, also mit unserer etwas besseren Mannschaft, messen könnten. Und insofern ist das immer schon super Abschneiden. Jetzt sind wir sonntags morgens hier am Baldener See, die trainieren kräftig. Also ihr habt euch was vorgenommen für das diesjährige Drachenboot-Festival? Wir nehmen uns immer was vor. Also auch wenn wir nicht so viel trainieren, sind wir immer sehr ehrgeizig, alles zu geben. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was für uns spricht, weil wir, egal, also jeder holt die letzten Körner raus. Also wir sind echt eine Mannschaft. Wir sind jetzt nicht so ein zugekaufter Haufen, wo man sagt, ich habe da den Besten abgeworben und dort, sondern wir sind echt eine gewachsene Mannschaft und eine gewachsene Truppe in allen Booten. Und da ist dann doch ein großer Mannschaftsgeist vorhanden und da ist man dann auch bereit, über seine Grenzen zu gehen. Und was mir auch gefallen ist, der Spaßfaktor, der ist bei euch auch ganz, ganz weit vorne, ne? Genau, Spaß muss sein, also da stehe ich persönlich für, aber auch das ganze Team und auch der Verein. Was aber nicht heißen soll, was den Drachenbootmannschaften ja gerne nachgesagt wird, dass sie nur Spaß haben und gerne auch verbunden mit dem Konsumieren großer alkoholhaltiger Mengen. Das ist bei uns eben gar nicht so der Fall. Wir betreiben das wirklich als Sport, aber der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Halten wir fest, sportlicher Spaß. Ja, das ist ein super Ausdruck, gefällt mir gut. Danke. Ja. Der Trainer. Du bist der Trainer. Von welcher Mannschaft? Einer von 2 Trainern. Angelika Gierig trainiert das Team TVK, also quasi die Auswahlmannschaft von TVK. Ich trainiere die Einsteiger, das sind die Greenhorns. Das sind alle die, die erst mal Verbindung zum Drachenboot suchen bzw. das mal ausprobieren möchten. Sind dann bei diesem Fun-Sport-Team dabei und können reinschnuppern. Wie gesagt, ausprobieren, weil die meistens alle aus anderen Sportarten kommen. Das sind alles Quereinsteiger, jetzt nicht direkt vom Kanu-Rennsport oder so. Und die möchten das mal austesten und da fangen wir dann eigentlich mit Grundlagentraining an, sprich Technik, bisschen Ausdauer und dann, wie gesagt, mal reinschnuppern. Und ordentlich Kondition bolzen. Das kommt später dann. Das macht Angelika mit ihrem Team TVK. Das fährt ja dann auch bei nationalen Meisterschaften. Das machen die Greenhorns nicht, die fahren Fun-Regatten. Also du hast komplett unbeleckte Wassersportler teilweise auch, die mit so Wasser gar nichts zu tun hatten? Gar nichts. Die kommen dann teilweise vom Fußball, vom Handball, Basketball. Also ich kam mit Wasser eigentlich noch gar nicht in Berührung. Kommen allerdings dann häufig vom Mannschaftssport und Drachenboot ist ja ein Mannschaftssport. Das funktioniert nur, wenn alle gleichzeitig zusammen arbeiten. Also der Stärkste, der dann für sich im Boot ist, das bringt nichts. Er muss sich dem ganzen Team unterordnen und als Team muss man arbeiten. Daher ist man ganz gut, wenn jemand schon aus dem Teamsport kommt. Also das heißt, da kommt jemand, der hat noch nie in seinem Leben im Boot gesessen und du gehst dann hin, nimmst ihn an die Hand und sagst so, das ist jetzt dein Platz und jetzt machst du dies und jetzt machst du das? Genau, den setzen wir rein, fragen, ob er lieber rechts oder links sitzen muss. Das hat nicht viel mit Rechts- und Linkshänder zu tun, sondern einfach, wo er sich wohler fühlt, wo er sich besser drehen kann.
Und dann setzen wir ihn rein, bringen erstmal an Land schon mal die Grundübungen bei, wie man so ein Paddel hält, setzen ihn rein und dann korrigieren wir während der Fahrt individuell dann für jeden. Und dann muss er sich so langsam an den Rhythmus gewöhnen. Aber wie gesagt, beim Drachenboot, das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert schon seine Zeit, um dann den wirklichen Rhythmus zu finden. Aber wir werden alle korrigiert dann im Boot. Wann trainiert ihr? An welchem Tag? Jeden Dienstag um 19 Uhr, also so 18.30 Uhr hier sein, umziehen. Dass wir um 19 Uhr aufs Wasser gehen können, circa eine Stunde sind die Einheiten. Bei den Greenhorns wird auch viel auf Technik Wert gelegt, also jetzt nicht nur Kraftbolzerei, wie du vorhin schon ansprachst, sondern wirklich erstmal nur ans Boot gewöhnen, ans Wasser gewöhnen und dann die Dynamik gewöhnen. Kostet für Leute, die sagen, oh, da hätte ich jetzt Spaß und Bock drauf? Also die ersten Trainings sind frei, sondern eigentlich nur reinschnuppern. Was nützt das, wenn ich jetzt sofort Vereinsmitglied wäre, dann merke ich, ist ja doch nicht so mein Ding. Also die können 5-6 Mal zum Training kommen, wir nehmen ja mit als Drachenboot Sportkurs. Und ich glaube, der momentane Monatsbeitrag liegt bei 8,64 Euro oder so. Also das ist ein stolzer Preis, ne? Ja. Achterbahnfahren ist teurer und dauert auch nur 2 Minuten. Und Drachenboot hat man wesentlich mehr von. Auch gesundheitlich oder so einen sportlichen Aspekt. Ja, natürlich. Du machst dann nachher noch Kraftausdauer, ein bisschen mehr Bewegung in der frischen Luft. Das ist der ideale Sport für Jung und Alt. Das ist das Schöne beim Drachenboot. Wir haben Leute im Boot, die sind 18, 19. Wir haben auch welche, die sind über 60. Und alles in einem Team. Das gibt es in keiner anderen Sportart. Super geil, danke. Gerne.